nice one. Ödland erkundet Nummer 1. Abgeschlossen. Super kam es an. Das ist nice. Wer denkt würdige Geschichten von Thor und Odin? Was ist mit Fjörgin? Thors Mutter war eine Riesin, stimmt das? Das war sie. Die Umstände ihres Todes sind bestenfalls unklar. Aber ich weiß nicht, ob diese Tat Odin zuzuschreiben ist. Er war danach nicht mehr derselbe. Oh, ich weiß. Da war noch Skadi, die Königin der Jagd. Ja, sie verschmähte Odin und er brachte sie mit einer List dazu, ihren Vater zu töten. Da war noch Starkadur, der Mächtige, der Heerführer der Jötnar. Von Odin verunglimpft, von Thor überlistet und ermordet. Das kann warten. Sei auf der Hut. So, Leute. Gehen wir mal zu den... Kann dir gerne die Leviathan-Axt verbessern. Oh ja. Aber erstmal reden wir. Ich bin überrascht, dich hier zu sehen, Sindri. Du musst den Sand hassen. Oh, es ist das Letzte. Aber der Brock aus Alfheim verbannt ist, fällt es mir zu, euch alle in Bestform zu halten. Warum ist Brock aus Alfheim verbannt? Oh, das, ich weiß nicht, ob... weißt du, was ein saftiger Nickel ist? Nein. Tja, dank Brock wissen die Alben das jetzt. Was ist ein saftiger... Nein. Ich wollte gerade sagen, dieses Wort klingt dezent schwierig. Bin ich froh, dass du diese Axt schwingst. Ja, kannst du sein. Okay. Glücksknauf. Stufe 3, machen wir jetzt einfach mal. Dass du eine CSL-DD hast, hätte ich eigentlich schon trinken können, ja. Ich fand es trotzdem sehr lieb, vielen Dank. Ja, ich hatte halt ja, für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, ich hatte einen Defekt an meinem Netzteil des Lenkrads, von dem großen DD hier. Und da wurde mir ganz schnell Hilfe angeboten. Und das Ding ist, bei Fanatec geht halt das kleine... also das kleine CSLDD, das hat halt ein anderes Netzteil und einen anderen Netzstecker und so. Deswegen geht das nicht und ich brauchte halt kurzfristig Hilfe und hab da halt mal schnell rumgefragt. Du hast Geschichten von Quasir? Her damit! Ich liebe sie! Ah ja, stimmt, die können wir ja verkaufen, ne? Ja, und da wurde unter anderem dann auch mir das mehrfach angeboten, dass ich ja doch die Dings bekommen könnte. Das muss aus Alfheim sein. Das erklärt den Sand. Dass ich ja von Leuten auch so ein CSL-DD oder so bekommen könnte. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr lieb gewesen von allen, weil da haben sich halt sehr viele Leute auch gemeldet. Das war sehr, sehr cool. So, ganz kurz. Das Heft. Ah ja, das sind so Reliquien und so. Irgendwas wollte ich mir noch kaufen. Spezialgegenstände, warte mal. Accessoire? Nee. Ressourcen, Auferstehungsstein, ja. Let's go, davon holen wir uns direkt. Okay, wir können nur einen nehmen. Okay, never mind. Gehen wir mal auf uns kleinen Abstecher nach... Boah, wie heißt die Welt? War das Niflheim? Ja, Odins Augen, perfekt. Alter, ey. Ab zum Rabenbaum. Ich werde vielleicht auch demnächst mal das erste 2018er God of War halt dann zocken. Mir, ich weiß, es klingt komisch, aber erzählst du mir nochmal, was passiert, wenn... Es wird bald 5 Jahre alt. Jedes Lebewesen hat eine Seele. Und jede Seele hat 4 Teile. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Die Richtung führt die Seelen von Riesen, Zwergen, Alben und Tieren zum Seelensee in Alfheim. Wo alle Teile wieder von Alfheims großem Licht aufgenommen werden können. Und dort ist Fenrir jetzt? Beim Seelensee? Solange seine Seele noch ihre Richtung hat, ja. Dann geht sie dahin. Okay, wir haben 12 Augen Odins. Okay, ich kann ihn nicht fragen, warum er... verbannt ist. Aber wir haben 12 Augen Odins definitiv schon geplättet. Das heißt, die erste Belohnung ist free. Vom Baum geschwommen. Massiv verstärkte Rüstung, die robuster als gehärtete Eis Niflheims sein sollte. Ah, ich habe hier gerade Stufe 3 Dinger. Boah. Ja, das bringt Abwehr. Und Heilungserhöhung, krass.
Ja, komm, nehmen wir. Auch. Die verdecken die Hand ja komplett. Das sieht komisch aus. Okay. Das Vernichten der Raben befreit also ihre Geister. Gut, so Raums ist. Nicht während des Story Games. Ja, jedenfalls frei von Odins Kontrolle. Okay, gehen wir weiter in der Story. Moin, Mr. LOL. Ja, auch. Vielen Dank. So, let's go. Ah, Welt derzeit gesperrt. Okay, gehen wir hier hin. Ab zu Sindris Haus. Tja, ich hoffe, Tyr hatte genug Zeit, sein Gleichgewicht zu finden. Oder was auch immer. In der Tat. Ich sah den alten Kriegsgott in ihm aufblitzen. Aber nur flüchtig. Es ist nichts Falsches daran, gegen den Krieg zu sein. Oder gegen die Prophezeiung. Da hast du wohl recht. Man kann sich nie ganz sicher sein, was die Riesen damit gemeint haben. Nicht der Einzige, der sich erinnert, dass sie unsere Reise nach Jötunheim voraussagten? Wenn die Riesen sahen, wie Tyr bei Ragnarök Armeen anführte, glaube ich ihnen. Die Frage ist nur, wie du Tyr dazu bringst, das zu glauben. Also, diese Spektraleichhörnchen-Geschichte. Du verwandelst deine Gefühle einfach in Geister? Das ist eine etwas unelegante Art, es auszudrücken. Diese Spektralversionen von mir sind Teile meiner Persönlichkeit, die mich oft ablenken. Durch meine Fähigkeit kann ich sie nicht nur wegschicken, um Ruhe zu finden, sondern dadurch auch sehen, was außerhalb des Baumes passiert. Wieso schaust du nicht selbst nach? Als ewiger Hüter des Baumes ist es mir nicht erlaubt, ihn zu verlassen. Ein Teil der Abmachung, aber die Unsterblichkeit ist es wert und so. Durch meine Spektralformen kann ich die Außenwelt sehen, wenn auch aus etwas farbenfrohen Perspektiven. So kann man es sagen. Diese bittere Form von dir ist anstrengend. Ich bin direkt hier, du halslose Monstrosität. Ich würde mich für ihn entschuldigen, aber bringt das was? Soll ich sonst noch etwas für euch haben, lasse ich es euch wissen. Holger Schatzi, vielen Dank für den 33. Was geht? Tomato-Hacker, vielen Dank für den Raid. Moin an dich und alle, die mit rüberkommen. Was habt ihr Schönes gemacht? Und Benjamin, dir auch frohe Weihnachten, Schatzi. Ah, schön, Let's go. Dass du wieder da bist, Junge. Komm und hilf mir, ja? Oh, klar. Wir können essen, wann du willst, Kratos. Der Eintopf wird mit der Zeit nur besser. Gut, dass es mir besser geht. Die Story, die Mission zu Abendessen. Verzeih mir. Atreus. Es. Er klingt ein bisschen wenig entspannt. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Danke. Freunde, lasst es euch schmecken. Ja, das werden wir sehen. Hier, bitte sehr. Eine Mahlzeit für einen Streiter. Genug. Ich sagte, wir sprechen nicht mehr davon. Ja, natürlich. Wollte keinen kränken. Ich bin nicht gekränkt. Ist nur ein Wort. Ein Wort, das dir die Sinne vernebelt. Also, glaubst du wirklich, es bedeutet nichts? Die Reise, auf die Mutter uns schickte. Was für ein Jötunheim sahen? Wozu das alles? Denkst du das nicht auch mal? Jeden Tag. Aber ich glaube nicht, dass sie wollte, dass du törichte Risiken eingehst. Und wenn die Riesen auf mich zählen? Welche Riesen? Ich zähle auf dich. Sicher zu sein. Und schlau. Aber Dinge zu beurteilen wie ein Mann und nicht wie ein Kind.
Aber was, wenn Loki in den Eisenwald gehen muss? Du bist Atreus. Mein Sohn. Und nichts mehr. Verstehst du? Hab keinen Hunger mehr. Verzeih mir, Kratos. Meine Worte waren achtlos gewählt. Du solltest essen. Manche schwören darauf. Sie tun sogar täglich. Wow. Ich verstehe das nicht. Was soll das alles mit Loki, dem Streiter und Eisenwald, wenn nichts real ist? Erst einfach... Gerade eben war es noch entspannter im Ödland. Darf ich dir den besten Rat für den heutigen Tag und vielleicht immer geben? Schlaf. Dann klärt sich all der Ärger, der deinen Kopf belastet. Oh ja. Klar. Schön, schlafen. Klingt gut. Ich mein's ernst. Ich auch. Ja, ich auch. Und der Traum. Geil. Oh Mann, ey. Spaten, moin, danke für den Follow. Und moin, Kaisi. Bist du Minecraft und Song Battle? Was ist Song Battle? Moin auch, Marlon Fireret? Marlon Fireret. Hm. Boah, die Hände wirken aus dieser Perspektive voll überdimensional groß. Ja, doch, Hände sind eigentlich kleiner als ein Kopf, aber die wirkten gerade so viel größer. Oha. Wieder so eine Sequenz, wo wir Atreus spielen? Oh ja. What? Wer bist du denn? Das bin ich? Was? Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alben zu töten. Oh, der Pfad der Selbsterkenntnis? War das eine Maske? Ups. Meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Wo bin ich? In deinen eigenen Gedanken. Wahrscheinlich muss er jetzt seine Gedanken... anderem. Unaufhörlich. Tu was dagegen oder halt endlich die Klappe. Er merkt wahrscheinlich, wie anstrengend er die letzten Male war. Wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Erinnerungen. Und keine guten. Das Tor ist kaputt. Das war unser Weg nach Jötunheim. Was willst du? Lass los, Brume! Ich verstehe das nicht. Von mir aus. Die negative Charakterentwicklung soll einfach repräsentiert werden, denke ich. Von mir aus. Hey, lauf nicht weg! Von mir aus. Kannst du mir sagen, wo ich bin? Von mir aus. Aufhören! Bin mal gespannt, ob jetzt Atreus wirklich die richtigen Lehren daraus zieht, was er hier gerade sieht, alles. Ich meine, gut, Kratos ist auch nicht immer perfekt, aber... Er verhält sich nicht immer perfekt, aber... Echt jetzt? Es ist ein Traum. Ich will, dass er für seine Worte büßt. Oh ja, der Abgrund, wo sie... irgendjemanden gekillt aber hatten. Wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen.
Bitte, warte! Bitte! Der junge Atreus ist stärker als der alte. Warum passiert das? Das Messer ist besser als Mutters. Bitte, hör auf! Das ist halt aber das Weirde, weißt du, er will Tiere retten und so, aber andererseits, wir sind Götter, wir dürfen töten, was wir wollen. Auch strange. Okay. Wo bin ich? Im Wald der... von Freya? Ah, nee. Ruhig. Sirius Black. Hey, wo willst du hin? Wir folgen? Mhm. Okay, wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Ich finde ja rote Farben irgendwie... Ja, wobei, das ist jetzt von dem Detailgrad her nicht so schön gewesen. Ein Uncharted 3 zum Beispiel, ich weiß, damals noch viel schlechtere Detailgrad, weil ist halt auch schon 11 Jahre alt, das Spiel. Aber, damals fand ich das unglaublich schön, als man durch die Wüste gegangen ist. Kannst du mich verstehen? Rote Farben finde ich in Spielen oft sehr schön. Oh, hallo. Von den Leuten, die... Ah, warte mal, wir hatten doch Wölfe verloren, oder? Von den Leuten, also, die God of War hier schon durchgespielt haben, Ragnarök. Nur eine Sache. Kann man nach dem Durchspielen noch Sidequests und so machen? Oder ist dann finito? Ich hatte einen wilden Traum und bin gerade hier aufgewacht. Ist das Eisenwald? Eigentlich kann man danach weiterzocken, oder? Ich hab mich hierher geträumt? Ich meine, das muss ich wohl. Ich bin hier. Kannst danach noch Sidequests machen. Danke. Und gibt's noch Sachen, die ich freischalten muss? Also, wo ihr sagen würdet, okay, erst dann lohnt sich das quasi zu erkunden? Weil es gibt ja auch immer wieder Sachen... Ganz kurz, sehen wir das jetzt? Ja. Hier gibt's zum Beispiel 2 Sachen, die unentdeckt sind. Lohnt es sich dann vielleicht einfach zu sagen, okay, ich warte, bis ich irgendwie Sidequests mache? Oder würdet ihr sagen, einfach direkt machen? Lohnt sich. Geruch? Welcher Geruch? Also das muss man halt 2-mal irgendwo hin vielleicht. Das ist wohl Fenrir, den du riechst. Schade, dass er nicht hier ist. Ha, du bist nicht allein, was? Alter, ganzes Wolfsrudel hier. Was geht ab? Vielen Dank, Kaisi. Was ist das für ein Duft? Die Luft hier ist... keine Ahnung. Süßer? Hast du Sturmi schon zu GT3 überredet? Ihr wollt mich nicht fressen? Das ist ein Witz, ja? Ja, um Story Russian geht's tatsächlich eh nicht. Ich meine nur, ob man quasi noch Fähigkeiten bekommt, womit man noch mehr komplettieren kann beim Erkunden, sodass man nicht doppelt erkundet oder so. Sondern dass man einmal alles erkunden kann. Es gab, glaube ich, auch schon 1-2 Sachen, wo ich mir nicht weiterzuhelfen wusste. Wir werden sehen. Wobei ich ehrlich sein muss, ich will auch eigentlich wissen, wie die Story ausgeht. Also, ist immer so ein bisschen Zwiespalt. War auch die letzten Wochen immer ein bisschen anstrengend, weil ich eigentlich auch God of War weiterzocken wollte, aber dann immer dachte, ey, du musst aber auch andere Videos machen. Ich bin noch nicht fertig. Die Farbe wird aus der Rinde der Eisenwaldbäume gewonnen. Sie nehmen die Erinnerungen des Waldes auf. Die Farbe kennt sie also auch. Wait. Erinnerungen an das sind die beiden. Genau in dieser Situation jetzt. Lol. An die Zukunft. Ja. Cool.
Moin, Noel. Da darf kein Blut drauf. Oh, du bist das. Du weißt, wer ich bin? Was ist? Mein ganzes Leben warte ich auf diesen Moment. Was? Was ist jetzt los? Du bist seltsamer, als ich dachte. Oh. Verzeih. War das fies? Ja. Verdammt. Und schon vermassle ich's. Es ist nur, du bist der Erste, mit dem ich rede seit sehr langer Zeit. Was? Und seltsam kann gut sein. Danke. Mhm. Fangen wir neu an. Ich bin Ongre Boda. Du hast sicher viele Fragen. Ja, wo... Folge mir. Baden-Württemberg. Du wirst deine Antworten kriegen. Oder ein paar. Moin, Bruder Wolle. Okay. Du meintest, du kennst mich? Wie gesagt, du kriegst deine Antworten bald, Loki. Klar. Ist das nicht dein Name? Nein, es ist mein Name. Ich bin Loki. Wow. Ich habe mal das Spiel lauter gedreht allgemein. Hier lang. Eine Sache fällt mir gerade ein, ne? Thema Fähigkeiten, du hast neue Fähigkeiten freigeschaltet. Das Spiel ist ja ein absoluter One-Take, ne? Also alles, was in-game passiert, es ist ja quasi... Wait, Würgegriff? Es ist ja bei, also wenn du das Spiel durchspielst, ist es ja quasi immer ein, also es ist ja eine Kamerafahrt, die sich durchzieht. Was ich jetzt noch cool fände, wäre, wenn so dieses Skill-Menü zum Beispiel auch irgendwie in das System eingearbeitet wird. Weil jetzt hat es uns wieder rausgerissen. Ich gehe meinen eigenen Weg. Also, wo genau bin ich? Da war dieser Nebel. Oh, welcher eigene Weg? Das kann verwirrend sein. Doch hier im Eisenwald bist du sicher. Ja, Opa. Moin, Knights of Racing, Mirko. Also, ich dachte, Eisenwald sei nicht real. Raffiniert, oder? Wenn der Wald der Riesen nicht existiert, sucht Odin sich danach. Der Wald der Riesen. So wird er von einigen genannt. Oder was? Das heißt, sie ist ein Riese? Oder eine Riesin? Oh, ich sehe schon die ersten Kommentare wieder bezüglich Thema Gendern. Lasst mich in Ruhe. Ich rede, wie ich will. Was ist das? Eine Brasse. Die ist groß. Ach ja? Ich dachte nicht, alle Riesen waren... riesig. Also, was machst du hier? Malen, sammeln, überleben, bewahren, was ich kann. Aber warum auf mich warten? Weil mein Schicksal ist, dir deins zu verkünden. Mhm. Kennt ihr uns? Oh. Pass auf! Gauber! Sag Bescheid, falls das Spiel einfach zu laut ist, dann drehe ich es noch einen Ticken leiser. Ich helf dir! Skulver! Bam, Junge. Skulver!
Bereit. Das war der erste Kampf gegen einen Draugut bei dem. Danke. Was? Jetzt haben die durcheinander gequatscht. Bruder Wolle, danke für den 28. mit Prime. Viel Spaß, Dave. Fimbulwinter überleben. Warte, gibt's den hier auch? Kennst du den? Ja. Vielen Dank, Bruder Wolle. Ich hoffe, du hast auch Spaß. Na klar. Bei God of War immer. Wow. Cool ist das denn? Ist das ein Kettenhemd? Was Brock und Cindy wohl dazu sagen. Wer? Oh, das sind sowas wie Onkel? Sowas wie? Ihr Midgard-Riesen seid seltsam. Die sind eigentlich Zwerge. Immer noch. Unglaublich, dass sie auch Nachbare sind. Gaulwa! Welcher Schwierigkeitsgrad? Keine Ahnung. Ich glaube, der mittlere. Ist für mich bei God of War tatsächlich auch eine der unwichtigeren Fragen. Ich habe sogar überlegt, ob ich auf den leichtesten stelle, weil Story größer alles. Das hat mein Vater immer. Weißt du was? Vergiss es. Huch. Komm ich hier nicht rüber? Siehst du wieder etwas, das uns weiterbringen könnte? Ah. Let's go. Bam, Junge. Sieht gut aus. Danke. Halt. Was? Das scheint der richtige Weg zu sein. Oh, ja. Genau. Sauber! Wie fühlst du dich? Großartig. Ich bin einer Riesen begegnet. Das könnte Schicksal sein. Tut mir leid. Das ist bloß sehr aufregend. Na schön. Alter Kaisi. Sie hat recht, der Mann in der Cam sieht gut aus. Der im Spiel ist aber auch okay. Er ist aber minderjährig. Nein, ich weiß, was du meinst, du Gott. Es ist alles in Ordnung, oder? Ja, ich bin in einem Zauberwald, der nicht da sein sollte. Rede mit einer Riesin und sie ist... Ja... Ja, sie ist. Soll, willst du sie jetzt dissen? Es gibt dann anscheinend Riesen, also. Aber Riesen war auch vorhin im Chat. Oh, hab dich! Ja, danke. Schätze, ich hab hier noch nicht alles im Griff, hm? Wohin gehen wir? Meine Mutter zeichnete ihre Visionen auf. Prophezeiungen. Magst du sie dir ansehen? Prophezeiungen. Sie sind nicht hier. Sind sie? Ich weiß, du hast viele Fragen. Bitte nicht diese. In Ordnung? Tut mir leid. Leute, die Entschuldigungen befürworten, sind auch immer Prophezeiungen. Gaulwa!
Hat der da gerade einen Knurren gehört? Loki! Ich hab's. Sag mir wann! Jetzt! Einfach direkt! Lass los! Galva! Da sind mehr! Bam, Junge! Moment! Ja! Galva! Ja, moin! Du kämpfst gut. Wie ein Streiter sogar. Danke. Ebenso. Und RLMs Racing, vielen Dank für den Follow. Bin nach dem Spielabschnitt von Atreus mal über deine Meinung gespannt. Oh. Hilfst du mir? Interesting things are about to happen anscheinend. Da. Warte. Gut, jetzt du. Ich finde sie jetzt schon schlecht, weil der Stein durch die Wand geklippt ist. War doch Spaß. Wow. Oh. Das ist Itis Medaillon. Um die Wette? Was? Los! Na gut. Schieß dir einen Pfeil in die Ich kann auch langsamer. Kniekehle. Was soll das jetzt kaputt machen? Ha! Los! B1! Dave ist quick. Oh no! Dave ist quick, doch. Was? Runter? Einfach mittendrin die Regeln ändern, hallo? Wir sind doch nicht die FIA. Tja, hast gewonnen. Moin, Gaudio. Ich kannte den Weg schon. Was geht, Schatzi? Was geht, Schatzi? Die kenne ich schon. Dann weißt du ja, wie man sie schlägt. Falken rufen. Halten Sie Viereck gedrückt, um Angrbodas Geisterfalken zu beschwören, mächtige. Ah, das ist jetzt quasi. Ja, okay, Viereck gedrückt halten ist ja im Prinzip wie Atreus, immer diese Befehle zu geben. Hier ist sonst nicht so viel los. Ich Glückspilz. Ich dachte, du hast Loki. Wow. Galva! Geil, ihr Schatzi, wie lief dein 6-Stunden-Rennen? War es ein schöner Abschluss der Saison? Wir sind fast am Schrein, wo sie Groas Vision aufbringt. Das war ihre Art, das Erbe unseres Volkes am Leben zu halten. Trotz der Bemühungen der Asen. Galva! Die hinterlassen alle anscheinend so einen Farbklecks. Oh. Oh, wow. Oh, das war heute nicht die letzte Knopfmuschel. Hoffentlich. Galva! Geht's da weiter? Ja, warte mal, lass mal hier kurz looten. Ach so. Komm ich gar nicht weiter. Hier.
Pistole. Ist das nicht Hornmagie? Was meinst du, von wem sie das lernten? Da wären wir. Du lebst hier? Mhm. Hier lang. Sind das nicht diese Dinger, wo die Prophezeiungen immer dahinter sind? Da. Ach doch, Alter, okay. Ja, beziehungsweise sie malt einfach immer. Halt, ist das mein Schrein? Ich wollte ihn wiedersehen. Für viele Riesen ist es schön, ihren Weg zu finden und zu gehen. Natürlich sehen andere die Zukunft und sind durcheinander. Okay, let's go. Bereit? Ja, bin bereit. Puh. Da sind sie auf dem Schiff mit der Schlange. Das habe ich schon gesehen, wo wir Mutters Asche verstreuten. Es war an der Wand. Alles war schon geschehen. So wie es sagte. Aber der Teil war beschädigt. Oh, das sind wir. Was ist da drin? Hm. Wer das wohl ist? Halt. Nein, nein. Das ist falsch. Das kann nicht passieren. Nein, 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 nein. Nein, das ist nicht echt. Eisenwald ist nicht echt. Utgard ist nicht echt. Nessie ist echt. Ah! Loki, hey, hey. Hey. Wow, wow, alles gut. Alles gut. Hey, wird schon gut. Alles wird gut. Hey, sieh mich an. Hey, hey, hey. Hey, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles gut. Hey, hey, atmen. Gut. So ist's gut. Ja, alles gut. Lass los. Komm zurück. Schon gut. Dir geht's gut. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was das war. Das passiert allen. Mach dir keine Sorgen. Das hat sich auch schon mal einen Bär. Allen? Nicht das mit dem Wolf, aber die Angst vor der Zukunft. Das ist nicht meine Zukunft. Da steht, ich diene Odin und mein Vater stirbt. Das kann nicht sein. Hey, genauso wird alles ausgehen. Und je eher du das annimmst, desto besser. Hm. Ach, scheiße, das war gemein. Hey. Vergiss das jetzt erstmal. Vergiss die Zukunft. Vergiss Loki. Du bist ein Riese. Und du erhältst gerade eindeutig Kräfte, die du noch nicht verstehst. Gehen wir ein Stück. Du kannst mir helfen und ich bringe dir was bei. Weißt du? Riesendinger. Ihre Haare sind unfassbar gut grafisch dargestellt. Das ist richtig krass. Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar, da sahen Haare so komisch aus immer. Moin Holger, dir auch frohe Weihnachten, Schatzi, was geht? Ja, das ist jetzt natürlich, also dass Kratos, wussten wir nicht, dass Kratos stirbt? Das wussten wir im Prinzip doch aus dem ersten, also aus dem 2018er God of War, wusste man das im Prinzip doch auch, oder? Ich meine schon. Was ist das? Hier, folge mir. Wo gehen wir hin? Bro, ist das jetzt Shenmue oder was? Essen, pflanzen Samen, mein Alltag. Aber erst lernst du jemanden kennen. Ist das jetzt Shenmue?
Gabelstapler noch fahren? Loki, das ist Jatla. Hallo Jatla. Jalla steht da. Ist mir eine Freude. Oh, oh wow, sie ist echt groß, hm? Können wir jetzt auf dem Ding reiten? Komm hier hoch. Cool. Braves Mädchen. Ganga. Ja, sie kann gerne los. Also, schätze, du weißt Bescheid über dieses Streiter, der... Edna? Ja. Soll ich dich stattdessen so nennen? Nein, Loki reicht. Sicher. Streiter. Ja. Also, wo gehen wir noch mal hin? Wir müssen Früchte sammeln. Am Fluss entlang finden wir schon welche. Ab jetzt muss ich steuern. Okay. Diese Blumen dort drüben. Stille. Na gut. Nein, die heißen so. Sie wachsen nur in Jötunheim. Meine Mutter und ich schliefen immer darin, als sie mit Oma gestritten hat. Einer der seltenen Orte, an denen sie Ruhe fanden. Was ist das? Nein, eine Pflanze. Ich fresse eine Pflanze. Ja, aber sowas meine ich. Guck mal. Ich finde RPG-Elemente oft so unpassend. Du könntest einfach dir die Welt angucken. Stattdessen guckst du, wo könnte Loot sein. Ich hasse RPG-Elemente wirklich. Aha, hier ist eine. Nehmen wir sie. Für wen sind die? Wölfe müssen fressen, oder? Wo? Ach, da. Das ist sie, oder was? Hä? Solche Früchte habe ich noch nie gesehen. Sie heißen Grünknollen. Meine Mutter gab sie mir jeden Tag, damit ich stark werde. Die schmecken furchtbar. Hat aber funktioniert. Schleimer. Entschuldigung? Sie scheint dich zu mögen. Krabby! Ja, stimmt. Ach, da ist wieder so eine Frucht. Magst du die holen? Klar. Die Wölfe. Kümmerst du dich um sie? Das tue ich. Sie sind gute Freunde. Von denen würde ich gern mehr sehen. Wie viele Früchte brauchst du noch? Musst du bald wieder weg? Nein, ich muss bloß meinem Vater das Leben retten, glaube ich. Look, wir haben Zeit. Imagine er ist es, der am Ende seinen Vater killt oder so. Das wäre big off. Da oben sind Früchte. Dann sollten wir da auch sein. Wo? Da. Okay, na gut, wir müssen eh hier links entlang, damit wir da hochklettern. Ich dachte, es gibt eventuell zwei Andockstationen. Moment, redest du mit mir oder mit dem Jack? Soll ich die Dinge auffangen, oder? Danke. Gern geschehen. Und wie kommst du jetzt noch weiter hoch? Dir. Oh, wow! Da ist doch etwas aus der Muschel gefallen. Sehen wir es uns an? Hör zu. Ich weiß, wir sind hier draußen und haben Spaß, aber vielleicht sollten wir darüber reden, was du auf dem Wandbild sahst. Was ich sah, würde nie passieren. Ich würde mich Odi nicht anschließen, wenn es mich Vater kostet. Wenn ich etwas von meiner Mutter gelernt habe, dann, dass diese Dinge irgendwie wahr werden. Auf irgendeine Art. Mein Vater sagte immer, verschließ dein Herz davor. Aber ich kann nicht. Nicht hierbei. Hm.
komm nicht dran. Willst du auf die Grünknolle etwas schießen? Die gehen kaputt. Ist bloß eine... Haber! Jo! Krudi. Ich habe mich aber vorhin, glaube ich, ein bisschen zu viel aufgeregt. Vielleicht dachte ich daran, nach Asgard zu gehen. Ihr seid wenig zum Sammeln. Ist okay. Ja? Mein Vater war mir mit meinem Schicksal keine Hilfe. Doch als ich mit Odin allein war, wollte er mich lernen. Wenn ihr allein wart, hätte er dich leicht töten können. Also, so leicht auch wieder nicht. Gehen wir hoch zu dem Vorsprung. Also so viel zum Einsammeln ist es ja auch nicht, aber ich find's, bin trotzdem kein großer Freund davon. Mehr von den Früchten. Wir hätten genug, aber nehmen wir sie mit. Wie weißt du, dass sie reif sind? Von meinen Eltern. Hat ziemlich viel mit Raten zu tun. Nicht alles geschieht so, wie du es erwartest. Das Wesentliche schon. Das sind auch Früchte. Achso, das sind die, die nicht reif sind, weil die haben noch keinen lila Dingsbums. Die ist nicht. Oh, doch. Bitname-Frucht. Was sage ich zu was dieses Jahr, Benzer? Oh, Jadla kommt nicht unter den Stamm. Daulba! Sehr gut. Na los, Mädchen. Futter besorgen. Tiere füttern. Machst du das täglich? Wenn nicht, sterben sie. Ganz schön viel Arbeit für dein Alter. Unser Alter. Ah, stimmt. Vor seinem Tod bat mein Vater mich um Verzeihung, weil er mich nicht beschützen konnte. Ich musste schnell erwachsen werden. Aber er bat um Verzeihung. Er ist doch ein großer Redner, was? Ah, da ist wieder das... Keine Ahnung, wie das Ding hieß. Moin, Mr. Bench, was geht? Oh, wart's nur ab. Es wird noch besser. Ja, okay, also wenn es mit Darts zu tun hat... Vielleicht braucht Odin dich für etwas. Nie geguckt. Oder vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht überliste ich Odin. Oh, ist das was, worin du gut bist? Hat mein Vater mehrmals angelogen. Ah, ein Meister der Täuschung. Na, Loki halt. Grünknollen kommen hier in den Eimer. Das wäre auch das Einzige, wie ich mir dieses... Wandgemälde erklären könnte, weil ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das Ende ist. Hey, Odin ist am Ende einfach King, so. Hey, falls ich meinen Bogen reparieren muss, darf ich... Natürlich, in meiner Werkzeugkiste da drüben findest du alles. Übrigens ist da etwas für dich in der Werkzeugkiste. Wir treffen uns bei Jadla, wenn du los willst. Ein Dönerspieß. Muss noch etwas hierbleiben? Solange du willst. Vettel im Ferrari zur WM prügeln. Ah, F1-Manager wieder. Wait. Ausrüstung verbessern? Sammeln? Erhöht Statusschaden durch Runenpfeile? Schön! Einfach alles nehmen? Jötnerbogen. Nehmen wir. Hat er den dann auch legit im Spiel dann? Und sieht Kratos den dann auch? Puh, der wird sich wundern, ey. Schalleinstimmung. Verursachen erhöhten Status. Verbesserungen verstärken diesen Effekt. Geistern von Freki der Räuberischen, die für ihr ohrenbetäubendes Heulen bekannt war. Eine von Odins Wölfen. Ja, auf geht's. Machen wir einfach alles.
Der erste Runenpfeil aus dem vollen Köcher fügt wesentlich mehr Schaden zu. Nahkampfangriffe auf Gegner, die von Schall betroffen sind, fügen wesentlich mehr Betäubung zu. Machen wir das. Und das hier. Vielleicht können wir das sogar auf Max pimpen. Nö. Brauchen wir wieder Bestiengebein für. Schade. Einfacher Auferstehungsstein. Okay, überträgt sich auch auf Atreus. Puh. Was ist denn mit Josh Rock passiert? Was hat er gemacht? Ist der krass gewesen oder? Hey, was ist das für eins? Das habe ich mit Großmutter gemalt. Damals war ich noch nicht so gut. Mhm. Was ist das? Angebote. Du hast gesagt, Utgard kann verwirrend sein. Aber was ist es? Kennst du Ymir? Der erste unseres Volkes. Er starb vor langer Zeit, oder? Odin brachte ihn um. Ja. Odin hat alles zerstört, was von ihm übrig geblieben ist. Bis auf eines. Seine Träume. Odin kommt auf keinen Fall an sie ran und sie gehören uns. Ymir sagt mir tatsächlich auch wegen Attack on Titan was. Ist das noch eins von deinen Bildern? Ist ziemlich gut. Naja, nicht mein Bestes. Das kann ich besser. Tja, ich mag's. Und jetzt? Tja, jetzt ernte ich immer die Wiestwurzeln, die ich dazugebe. Also, es sei denn, du willst noch gehen. Nein, ich kann bleiben. Ich will bleiben. Ja, jetzt wird er das Schicksal hinauszögern. Upsi-dupsi. Junger Spieler, der dies Jahr einen steilen Aufstieg hat. Okay, copy. Ja, GG. Ja, ich denke. Weißt du, ich male auch. Also, ich zeichne. Was zeichnest du? Alles Mögliche: Monster, Artefakte. Alles, was Vater und ich auf Reisen sehen. Oh, ist dein Vater auch ein Künstler? Nein. Nein. Ja, gut, dann kann man aber auch immer nur eines sagen zu solchen Leuten, ne? Sind noch Wurzeln. GG, dass sie halt sich ruhig so verbessern. Mädchen. Du schaffst das. Hast du auch Tiere, die schneller sind? Tut mir leid, Jatla. Aber natürlich. Die tragen uns aber nicht beide. Das ist viel leichter. Hm, in Ordnung. Ich nehme die hier. Weiter vorne ist noch eine. Nimm nur das Nötigste. Guck. Was nimmt die denn? Da. Ach, die Wurzeln. Ah. Oh. Okay, let's go. Das brauchst du nicht. Die Wurzeln brechen leicht. So, nur ein bisschen. Kräftig drehen sollte reichen. Etwa so? Genau. Wir kommen, wir kommen! Dort gibt es mehr Wurzeln. Das ist jetzt so krass entschleunigter Spielabschnitt, das ist echt heftig. Das ist halt wirklich Shenmue. Nicht, oder? Doch, doch, aber außer mir kennt sie nur noch eine andere Person. Rauge, auf dem Grat! Loki, zeig mir den Ball! Genau so, yo. So schaffst du das! Alter, was? Ach, das ist sie, hä? Fang das! Sauber! Ich bin da! Alles gut? Dieser Wandel ist seltsam. Als hätte ich keine Macht. Warst du die denn?
Wo ist das Tierchen? Wo ist Jatla? Hm? Ach so, da. Ach, einfach. Ach, Wurzeln. Ja, okay. Können Sie, während wir einen Ausgang suchen, denken wir haben gerade kein Messer. Oh. Wir haben gerade kämpfen müssen. Ja. Aber Hauptsache, wir haben Wurzeln. Kein kompletter Fehlschlag. Alles entspannt. Ups. Alter. What on earth, Alter? Yo. Sektum Sempra! Komm, Junge! Gut. Fürs Erste lasse ich das mit den Wurzeln. Du warst es nicht. Hey, da drüben hat sich ein Weg geöffnet. Hol mir Jatla ein, bevor noch mehr auftauchen. Jatla! Let's go. Jatla. Hallo! Aber was bist du, Loki? Was fühlst du bei der Verwandlung? Pure Wut. Ein Teil von dir weckte den Wolf mit dieser Wut. Jetzt musst du den Teil wecken, den ich kämpfen kann. Wie? In deinem Herzen liegen viele Empfindungen im Kampf, nicht bloß Wut. Wenn Wut ihn entfesselt, kann eine andere ihn zügeln. Vielleicht muss er einen Clan lernen. Fabian, moin. Ja, auch schön, frohe Weihnachten. Vielleicht muss er einen Clan lernen, weil dann wäre das gemeinsam mit der Wut ein Clan.